wir gleich hier. Ah, das war ein bisschen blöd. Gomu Gomu nur drei Schwerter-Stil. Hieb Kanone. Hab ich doch ganz gut getroffen, glaube ich. Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu der zweiten Folge Let's Play One Piece Pirate Warriors. Und wie schon in der ersten Folge angekündigt, ich möchte alle Arcs, alle Episoden mit euch durchspielen. Daher sind wir heute in Captain Black, das Superhirn, das ist Kapitel 1, Episode 2. Ich habe natürlich auch ein bisschen weitergespielt, habe schon ein bisschen was zum Spiel gelernt. Und ich erkläre euch kurz Legende und Schatzereignisse, denn das ist vielleicht interessant für den einen oder anderen, der das auch spielt. Bei Legenden geht es darum, dass ihr Münzen bekommt, womit ihr eure Charaktere weiterentwickeln könnt. Und um diesen Poster sozusagen, der mit dem Arc zu tun hat oder mit dem Kapitel zu tun hat, vollzukriegen, müsst ihr bestimmte Sachen erfüllen. Und ich habe einiges schon gemacht, wie ihr seht, ich habe 70% schon oder 77% der Legende. Das eine ist halt Bewertung S erfüllen, besiege Captain Black mit einem Kizuma-Spezialangriff, heißt mit euren Nakamas zusammen. Was mir fehlt, ist einmal auf schwer abschließen und alle Schatzereignisse auch abschließen, da habe ich 100%. Ich habe jetzt Schwierigkeitsgrad auf schwer eingestellt, denn normal war doch relativ einfach und ich bin ja in den Level schon ein bisschen weiter. Schatzereignisse, diese Fragezeichen, die auftauchen, die habe ich mittlerweile auch verstanden. Ihr könnt euch mal angucken, was ihr machen müsst. Zum Beispiel musste ich hier einmal setzen, Lysops Strategie um. Das ist etwas, was in dem Spiel passiert und man muss dafür sorgen, dass es auch funktioniert. Und das zweite ist, bekämpfe Captain Black mit Lysop. Das habe ich leider noch nicht geschafft und ich weiß auch noch nicht so ganz genau, wie es geht. Aber wir gehen jetzt rein in das ganze Captain Black, das Superhirn. Ich werde die Story ein bisschen kommentieren. Ich finde aber, das gehört zu diesem Spiel einfach dazu, diese Story, die davor kommt. Aus dem Grund lasse ich das einfach mal mitlaufen. Ihr seht, ich bin Level 19 mit Ruffy schon. Einmal um zurückzugehen, Level 6 ist empfohlen. Das heißt, schwer mit Level 19 sollte nicht das Problem sein. Und in dieser Story könnte ich sogar mit Zoro spielen, anstatt mit Ruffy. Ich werde aber mit Ruffy spielen, weil ich da Bock drauf habe und Ruffy ist sowieso der Geilste. So, Berry-Wachstum, damit könnte ich meine Charaktere auf den gleichen Level bringen wie mein Hauptcharakter. Das ist Level 19, habe ich aber schon gemacht. Berry bekommt man mehr als genug. Bis jetzt hatte ich keine Probleme damit. Segel setzen und ab geht die Post. Also, nochmal zur Erinnerung, wir haben gerade Buggy ins Nirvana gekickt und sind zusammen mit Nami jetzt zu der nächsten Insel weitergefahren. Nein, nicht überspringen, das war der falsche Knopf. So, und auch wieder hier kleine Schnipser aus dem Anime. Und was sagt der Typ auf Japanisch? Ruffy hieß Nami als Navigator willkommen und sie ließen Orange hinter sich. Endlich machten sie sich auf in Richtung Grand Line, denn jetzt haben sie ja die Karte von Buggy geholt. Und auf seiner Reise suchte Ruffy nach einem neuen Schiff und neuen Crewmitgliedern. Am Anfang hat Ruffy gesagt, am Anfang der Story, er möchte insgesamt 10 Crewmitglieder, also 10 Nakamas haben, um halt dann die Grand Line und die Red Line im Nachhinein zu besegeln. Als er das Dorf Syrup erreichte, traf er auf einen Jungen namens Lysop. Lysop war der größte Lügner im Dorf, der die Dorfbewohner mit seinen Märchen immer wieder beunruhigte. Im Grunde war er jedoch ein herzensguter Mensch und unterhielt ein Waisenmädchen namens Kaya gerne mit seinen Geschichten. Hier möchte ich nochmal kurz ausholen. Es geht tatsächlich darum, Lysop, als man ihn kennenlernt, er hat immer gelogen. Er ist immer ins Dorf reingerannt und hat gesagt, die Piraten kommen, die Piraten kommen. Und die Leute wussten irgendwann, dass er nur lügt. Warum er es eigentlich gemacht hat, das wird aus diesem kleinen Text halt nicht ganz deutlich. Ich klicke einmal weiter. Das war tatsächlich, weil diese Kaya schwer krank war in seinem Alter und er wollte sie damit halt mit den ganzen Geschichten und auch mit allem, was er erfunden hat, einfach aufheitern. Eigentlich ein etwas Gutes, was dahinter steckt, weil man auch merkt, dass das ein guter Mensch ist. Daher, Ruffy und Lysop verstanden sich auf Anhieb, als sie sich am Strand am Ende des Dorfes unterhielten, entdeckten sie Kayas Butler Beauregard, oder wie auch immer heißt, bei einem verdächtigen Treffen mit einem möglichen Piraten. Der Butler, bla bla, war ein ehemaliger Pirat und sein Ziel war es, das Vermögen zu stehlen, das Kayas Eltern ihr hinterlassen hatten. Die Alte ist steinreich. So, da haben wir den Butler und wie sie das gerade machen, komplett aus dem Anime, das ist nämlich Captain Black. Ich nehme an, alle Vorbereitungen für den Plan sind getroffen. Und Lysop, das ist übel, das ist echt übel. Der Butler ist in Wirklichkeit Captain Black und er ist hinter Kayas Vermögen her. Captain Black wird in Anime ein bisschen deutlicher, ist halt tatsächlich ein berüchtigter Pirat, von dem man lange nichts mehr gehört hat. Ihr greift im Morgengrauen an, ihr verwüstet das Dorf und dann tötet ihr Kaya, so dass wie es ein Unfall aussieht. Oh, er möchte sie töten. Sehr interessant gerade diese Szene. Es ist so, wie du gehört hast, Lysop, aber nichts, was du tust, kann irgendwas daran ändern. Also er hat gemerkt, dass wir dem zuschauen. Und ihr müsst gerade darauf achten, wie er seine Brille hoch macht. Das ist immer halt mit den Handflächen.
Warum das so ist, wird hier auch nicht ganz klar. Das liegt daran, er kämpft eigentlich immer mit so einer Art, ja, Freddy Krüger Handschuhe, wo unglaublich lange Säbel dran sind. Und dass er sie eigentlich immer dran hat, hat er sich angewöhnt, halt nur die Handflächen zu nutzen, weil sonst würde er sich das ganze Gesicht zerkratzen. Und da haben wir diese Szene, die kennt man aus dem Anime. Lissop ist am Hin- und Herrennen. Und Alarm, Alarm. Er versucht es halt sein Dorf zu, ja, davor zu beschützen, aber keiner glaubt ihm, denn der ist halt ein Lügner. Genau, das ist das zweite Mal heute. Er hatte nämlich am frühen Morgen genau den gleichen Scheiß schon gebracht. Schnappt ihn euch. Dann verfolgen sie ihn auch noch. Und die Szene, ne? Keiner glaubt mir mehr, kein Wunder. Ich bin eben ein Lügner. Und jetzt kommt natürlich Ruffys Crew ins Spiel. Ja, alle glauben, dass ich lüge, habe ich euch gerade erklärt. Ja, und er beschließt halt, die Piraten zu bekämpfen. Was sonst? Das ist eine Pflicht als Lügner. Ich finde den Satz schon ziemlich genial. Ja. Und dann merkt man, oh, der ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Nur damit ihr es wisst, die Beute kriege ich. Ne? Nami, immer auf Geld aus. Ehrlich, ihr. So, und jetzt geht's ab. Wie gewohnt, wie beim ersten Teil auch, ihr habt halt die komplette Map und jetzt verschiedene Ziele. Beschütze die Dorfbewohner vor Black Cat Piraten. Ne? Captain Black ist ja der Pirat. Ich verliere, wenn Lysop oder die Dorfbewohner vernichtet werden oder wenn Lysop flieht. Fliehen kann er, wenn ich ihm nicht helfe. Das wird ja immer angezeigt. Besiege Piratenkapitän und halte die Invasion in das Dorf auf. So, Kampfverbeutung brauchen wir nicht. Habe ich alles schon vorbereitet. Also, Kampf beginnen. Feinde mit Bomben sind neue Sachen. Sie lassen die Bomben zu Boden fallen, wenn sie besiegt werden. Daraufhin wird diese Bombe explodieren, wodurch man umstehenden Feinden großen Schaden zufügen kann. Und ab geht die Post. Da bin ich wieder. Und das kennt ihr alles. Was ich auch interessant finde, ist, wenn man zuschaut, ich habe mir das Video ja selber im Nachhinein noch so ein bisschen angeguckt, und es wirkt ja so, als wäre es ein bisschen eintönig vom Kampfsystem her, ne? Aber ich muss gestehen, es macht Spaß, es macht unglaublich viel Spaß mit der Zeit, und es wird nicht langweilig. Ne, ich habe auch jetzt so ein paar neue, oder erweiterte. Das war jetzt der falsche. Also ein paar erweiterte Kombos, die ich jetzt durchführen kann. Ich versuche mal ein paar zu machen. 1, 2 und jetzt Fuseng! Ja, das war der falsche. So, die Standard mit der Bazooka. Ich könnte jetzt aber da. Und jetzt mache ich noch die Gum-Gum-Axt rein. Das heißt, es wird immer ein bisschen mehr, was man dazu lernt, wenn man mit dem Level hochkommt. Und es macht auch weiterhin Spaß. So, da ist der erste Piratenkapitän. Ich habe meine Special-Leiste schon aufgefüllt. Das heißt, ich klicke gleich hier Gum-Gum-Gewehren ins Gesicht. Man sagt ja nicht in die Fresse. 51er K.O. Komm, rein da. So, den habe ich jetzt, den Piratenkapitän. Wenn ihr die Dicken besiegt habt, dann passiert es auch ganz oft, dass die anderen halt schwächer werden und auch von normalen platt gemacht werden können. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen zurück, um den in der Mitte halt noch aufzuhalten. Und ihr seht auch links in der Karte, dass Nami gerade schnackt. Das heißt, ich muss jetzt schnell hier den Piratenkapitän platt machen, damit ich Nami helfen kann. Und da ist schon wieder voll. Ich kann jetzt auch zwei Special-Leisten auffüllen, was schon recht. So. Der ist platt. Also zurück zu Nami. Dorfverteidigung wird schwächer. Auch immer schön auf die Punkte achten, also was dort steht. Es ist halt sehr taktisch. So, Lysop wird demnächst anfangen, was aufzubauen. Und da ist Nami. Und tschüss. Damit sind sie fast alle platt. So. Besiege Piratenkapitäne. Und Lysop fängt jetzt an, halt aufgestellte Barrikaden aufzustellen. Ist auch nicht schlecht. Und wieder zurück. Was ich jetzt auch habe, ihr seht oben links Zorro. Diese Leiste kann ich halt auffüllen. Dadurch, dass Lysop jetzt auch dabei ist, kann ich auch hin und her wechseln und Lysops Leiste noch getrennt auffüllen. Ach, mit denen werdet ihr schon klarkommen. Ich helfe mal Zorro kurz hier.
Da ist er. Seht ihr, er kämpft ja auch alleine. Und den Piraten hab ich hier noch mit. Und hallo! Der Kapitän läuft gerade an mir vorbei, das ist gut. Wo ist er denn? Da. Komm mal zu den anderen. Boah, sind das viele. Sehr schön. Mal sehen, wie viele wir davon kriegen. So, die habe ich jetzt. Und die rücken gerade auf die Barrikade da hinten vor. Das heißt, da sollte ich mal ganz schnell hin. Denn ich muss halt Lysop dabei helfen, die Barrikaden aufzubauen und auch aufgebaut zu lassen. Und das Problem ist, auch so als Tipp, ihr kommt nämlich durch die Barrikaden selber auch nicht durch. Das heißt, ihr müsst einmal drumherum laufen. Nami steht mal wieder blöd in der Gegend rum. Danke für die Hilfe. Also die nicht vorhandene. Und da ist er. Genau. Da ist der Piratenkapitän. Mal sehen, ob wir die alle auf einmal kriegen. Ja gut, ich hätte auch vorher einmal zuschlagen können. Wobei, das waren jetzt... Jetzt habe ich Lysop voll, wechseln wir mal zu Zoro, um den auch danach voll zu haben. Ah, sehr schön, da kommen die ganzen anderen. Und weil es so schön ist und weil... Ah, jetzt kommt Captain Black. Und also aktivieren wir jetzt den Kisume Rush. Erstmal nur mit Zoro. Und jetzt kriege ich doch noch mal Story rein. Na, seht ihr halt schön seine Handschuhe mit drinne. Der Plan scheint in Gefahr. Stimmt, das ist nicht ganz klar geworden. Der Typ ist halt sehr intelligent und arbeitet immer nach sehr, sehr konkreten Plänen. Und man merkt auch schon, dass seine Leute Angst vor ihm haben. Und jetzt kommt auch warum. Ja, wenn ihr euch bis dahin nicht verzieht, bringe ich jeden von euch eigenhändig um. Der ist echt nett. So ein Chef will man doch. Das heißt, sie drehen jetzt durch. So, sind die anderen? Ja. Also machen wir gleich hier. Ah, das war ein bisschen blöd. Gomu Gomu Do 3 Schwerter-Stil. Hiebkanone. Hab ich doch ganz gut getroffen, glaube ich. Aber jetzt kann ich zum Beispiel auf Lysop wechseln, den auch direkt aktivieren. Und ich glaube, jetzt kommen beide sogar. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wann das passiert, dass beide kommen, wenn man beide einmal aktiviert hat vorher. So, dann haben wir die Farben nämlich auch gleich eingenommen. Ich brauche Gegner, danke. Oh, weil es so schön ist, machen wir jetzt eine Dreifachattacke. Dreifährter Stil. Zerlegen Territorium eingefangen. Danke. Also zurück, zurück, zurück. Ich gehe mal ein bisschen zurück, weil da ist wieder so ein Kapitän. Yep. Hi. Und immer wieder zwischendurch schön die Spezialattacke rauskloppen, wenn ihr genug Energie habt, denn die füllt sich an sich relativ schnell ein. Du Idiot, jetzt hast du etwa... Ja, der hat jetzt... Ah, komme ich da noch durch? Bin mir gerade nicht sicher, ich glaube nicht. Ja, doch, gut. Denn er hat hier zwei Piratenkapitäne eingefangen, was ich nicht so schön finde. Der läuft einfach so ein bisschen badass durch die Gegend. Also diese Base muss man nicht unbedingt einnehmen. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen besser, sie einzunehmen, falls man halt die ganzen Gebiete halt ein bisschen besser sichern möchte. Look hier, jo. Yep.
Fusing! Hallo, in die Luft. Und rein da. Dings voll. Nächstes Territorium. Hier raus. Captain Black rückt vor. So, euch nehme ich mal mit. Der kommt auch hier gleich in die Mitte. Besiege Captain Black. Das kriegen wir hin. Kommt ihr auch noch mal mit rein? Danke. Und Schatzereignis. Keine Ahnung, warum sie jetzt kommt, aber das ist... Ah doch, das ist das, was ich schon hatte. Ja? Der Plan ging auf, hast du das gesehen? Ja, die ganzen Sachen, ich finde diese blinkenden Augen auch so geil. Das ist echt Ruffy, wie er lebt. Ja, hat sich dein Vater nicht einfach verdrückt? Auch interessant. Lysops Vater kennt man nämlich. Den hat man am Anfang von One Piece ganz kurz gesehen. Ja, ein Vollblutpirat. Ja. Bla bla bla, es interessiert uns gerade nicht. Und Ruffy sagt es jetzt, ne? Genau, er ist Yasop. Yasop ist nämlich bei Shanks mit auf dem Schiff und ist tatsächlich der Scharfschütze von denen. Sehr interessant. Ja. Ihr ähnelt euch, ja, der hat auch so eine schöne große Nase. Ja, du wirst ein tapferer Krieger der Meere. So, jetzt wollen wir aber hier wieder zuholen. Das war ein 60er Co. Oh, hi Captain Black. Bei Captain Black muss ich irgendwie an Captain Jack denken. Komm her, komm rein, danke. Und Kizuma. Wir schon eingenommen. Und weil so schön war, gleich den Special hinterher. Wie ihr gerade gemerkt habt, beim Kizuma-Angriff habt ihr immer ein Combo mehr, was ihr nutzen könnt. Das war total verschwendet, glaube ich. Alter, der Penner ist abgehauen. Ich glaub's nicht. Was fällt dir ein? Kommst du wieder zurück? Ich muss sagen, die Kamera, auch wenn es manchmal ein bisschen krass aussieht, sie funktioniert. Aber bei Einzelkämpfen gegen einzelne Gegner ist es doch relativ schwer. Ja, ihr merkt gerade, dass ich Captain Black halt ein bisschen hinterher renne. Oh, wo ist er denn hin? Ach, der hat sich zurückgezogen. Okay. Ich krieg noch ein bisschen was Maul hier. So, jetzt kommt seine Special-Attacke. Na, seine Leute haben schon Angst. Und Luffy. Langweilig. Ich werde dir zeigen, was ich als Pirat gelernt habe. Der Todesbuckel. Also er fängt an, auch seine eigenen Leute umzubringen. Ja, im Schleichgang sehr unaufhaltsam. Das wird hier nicht ganz so klar gerade. Denn... Ihr seht auch auf der Karte jetzt, wo der Todesbuckel mal auftaucht. Das ist ein bisschen random. Der Todesbuckel ist tatsächlich eine Attacke, wo er relativ schnell wurde und fast unsichtbar. Und wo er einfach alles angegriffen hat. Und das hat ziemlich reingehauen. Also im Anime wurde das auch ziemlich brutal. Auch Ruffy wurde davon ziemlich mitgenommen. So. Gerade habe ich nichts mehr. Ich kann euch auch nur empfehlen, genau, die haben jetzt Angst und tauchen wieder mehr auf. Ich kann euch immer nur empfehlen, wenn zwischendurch so ein bisschen Zeit ist, nehmt schon mal Orte ein, fangt schon mal an weiter zu kämpfen, weil teilweise wird es doch ein bisschen knappig. Ja. Weg mit.
Fuseng. Ja, und viele hauen aber vor Angst ab. Na, du kriegst das hier gleich ins Gesicht. Und dann gehe ich gleich in die Mitte und muss Lysop helfen. Ja, ich habe den Piratenkapitän noch nicht ganz platt gemacht. Aber jetzt. Und tschüss. Nami zieht sich zurück. Mit Zorro bin ich schon wieder voll. Und da ist er. Lysop trifft Vorbereitung. Okay, ich hoffe, das kann er noch ganz gut alleine. Weil ich gerne... Ne, das wird nichts. Die großen Piraten dort noch kriegen würde. Ihr seht die roten Punkte auch immer so auf der Karte. Diese roten Areas, die man von MMORPGs kennt. Da sollte man immer gehen. Zack. Wo ist eng? Das ist dort, wo... okay. Jetzt kriegst du Lysop ziemlich auf die Klappe hier. Also gleich eine Gummi-Gummi-Gewehr rein. Das ist halt, wo dieser Todesbuckel gerade wird, genutzt wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel Lysop nicht helfen könnte, könnte es passieren, dass er flieht vor Angst. Und dann wäre die Quest gescheitert. Aber dank des Todesbuckel hauen gerade die ganzen von Captain Black ab. Anstatt meine. Ja, zack. Kizuna Max. Sehr schön. Eine Minute muss ich Lysop hier noch retten. Deswegen gibt's den hier. Ja, bin ich gerade bei, um zu beschützen. 48 Sekunden sollte machbar sein. Ja. Puh. So, kann ich jetzt was anderes machen? Ja, komm, du kommst ja schon klar, ne? Hey, hey, Captain. Und bevor sie landen, noch ein Gewehr hinterher. Das hat nicht ganz gereicht. Also mit den Einzelnen werden die meistens fertig. Also es ist tatsächlich relativ wichtig, sind die Piratenkapitäne, dass ihr die platt macht. Ja, und da... So, jetzt kriegt Lysop gerade ein bisschen auf die Fresse, würde ich mal behaupten. Yep. Und dann aktivieren wir das direkt. Mit beiden wieder. Na, wo sind die denn alle da? Aber ich habe wieder einen Fehler gemacht, weil, wie ich gerade merke, kann man während der Kizuma-Sturms kann man kein Special aufladen. Das bedeutet, ich habe es ein bisschen zu früh aktiviert und werde daher meine er hat die Vorbereitung wieder abgebrochen. Ernsthaft? Sehr schön, Mission erfolgreich. Dann mach doch, was du willst. Ich gehe mal den da hinten aufhalten. Go, go, go. Oh, ist schon im Rückzug. Okay. Und weiter geht's. Stirb! Na, zwischendurch was trinken? Nicht vergessen. Ja, für diejenigen, die es nicht kennen, Lysop ist im Gegensatz zu Ruffy und auch zu Zoro jetzt nicht der Bombenkämpfer, aber er ist ein guter Scharfschütze, das muss man wirklich sagen. Ja, dann kommt es wieder. Er sagt, es ist ein gewöhnlicher Tag. So oft wie Ruffy sagt, ich werde König der Piraten, sagt der Typ, ich werde ein tapferer Krieger der Meere. Okay.
Captain Black ist bei Lysop aufgetaucht. Ja, komm, dann gehen wir da mal hin. Habe ich mit Zorro noch? Nein, beide verbraucht. Das war ein voller Fail. Wir nutzen die mal ein bisschen. Ja. Man muss immer halt versuchen, den Boss ein bisschen mitzuschlagen, weil der ist ziemlich immun gerade, weil er noch seine Heldenkraft sozusagen an ist. Und ich will gerade nur ein bisschen aufladen. Vielleicht kriege ich noch einen schönen Kizuma-Angriff. Und jetzt seht ihr, dass seine Heldenkraft durch ist, denn er ist halt so runtergeschlagen. Und dann versuchen so viele Kombos wie möglich zu landen. Schon wieder vorbei. Und Glocke. Bang, die zweite. Ah, das war voll in die falsche Richtung. Na komm schon rein in mein Ding. Sehr schön. Oh, dann mal dabei drehen. Oh, das könnte ihn treffen. Muss Lissa vielleicht den letzten Schlag machen? Komm, Lissa, schlag zu! Ja, zu spät. Jo, den habe ich besiegt. Tut mir ja leid. Ich hätte gerne das Schatzereignis eben. Ich weiß noch nicht, wie man es löst. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ah, sehr schön. Dumm. Headbutt! Gamu Gamu no! Bäu, Glocke! Mit Schwung? Dere! Ne? Standardspruch. Ich werde König der Piraten. Die Flying Lamp. Also, ihr müsst bedenken, der hat angefangen mit so einer kleinen Nussschale und kriegt jetzt ein Schiff geschenkt. Sein erstes richtiges Piratenschiff. Das lasse ich mal einfach unkommentiert laufen. To be continued.
Bis zur nächsten Folge, Leute. Und schreibt mir gerne eure Kommentare und Meinungen zu One Piece und ob ihr selber auch spielt, einfach unten rein. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns dann in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao, ciao.